Yes, wir sind wieder zurück hier im Hotel. Wir sind wieder in Las Vegas. Das hatte ich gestern, glaube ich, schon gezeigt, ne? Jo, wir sind wieder zurück in Las Vegas. Ach so, und dann wollte ich euch nochmal sagen, ich habe gestern Abend, war ich nochmal ein bisschen auf Zockertour. Da hat Anja mich nachher noch gesucht um 2:30. Ich wollte eigentlich um 2 schon Feierabend da machen. Ich sagte, so um 10 ist sie ins Bett gegangen. Um 10, ich gehe nochmal eine Stunde oder 2 Stunden rum, habe ich dann gemacht. Und da habe ich ja noch $350 wieder mal Free Slot Play gehabt, ein zweites Mal jetzt. Und beim ersten Mal, hatte ich euch ja am Anfang gesagt, habe ich ein bisschen federn lassen müssen. Da hatte ich also von den 350, ich glaube 250 oder was noch rausgeholt, also relativ wenig. Gestern lief es ein bisschen besser. Das kann ich auch mal zeigen. Moment, ich mache hier mal Ton aus hier von dem Fernseher. Mut, so. Habe ich gestern Abend ein bisschen länger gemacht und dann wollte ich erst bis 1 und dann dachte ich, ach, lief so gut, da war ich noch an den Buffalos, da habe ich ja alles möglich gemacht. Videopoker hatte ich zweimal 4-2er oder 4-3er, kann ich euch mal einblenden, lief brauchbar. An den Slots lief auch sehr gut, an den Buffalos lief sehr geil, da war ich an den Buffalo Gold. Da war ich bestimmt 2 Stunden rumödeln, immer hoch und runter, hoch und runter. Da hatte ich einmal einen Einzelgewinn von $148 und dann ist wieder abgeschmolzen. Da war ich dann bei in Summe bei $180 und dann dachte ich dann zum Schluss, jetzt machst du einen großen Einsatz für 88 Cent an irgendwelchen anderen Kissen. Gibst du nochmal Gas, entweder es rumst oder es rumst nicht. Und dann war das nachher schon 2:30 und dann mit mal, wer stand hinter mir? Anja, die hat schon Schiss gehabt, dass mir was passiert ist. Ne? Stand sie hinter mir und da hat sie hier noch einen Zettel geschrieben. Hat sie um den die suchen. Bist du schon fertig, Anja? Bist du angezogen? Ja. Du brauchst aber nicht reinkommen. Oh, schade. Du filmst ja. Ja. Nein, das. Warte mal. Am angezogen bist du, ne? Ja. Mal gucken, wie siehst du aus? Anja sieht gut aus. So sieht Anja morgens aus beim Duschen. Perfekt. Ja. Das Haar sitzt. Ja, jedenfalls hat Anja mich gesucht. Also sie kann ja noch was dazu erzählen. Nee, ich möchte mich, Micha, bitte nicht. Um 2:30. Micha. Ich weiß, um 2:30 hat sie mich gesucht. So, jedenfalls war ich dann auch gestern hier die $350 verödeln. Überall mal 20, 30, 50 reingeballert. Und das habe ich daraus gemacht. Hier kann ich das mal zeigen. Könnt ihr auch in den Uhrzeiten sehen. 35, 211, 120, 30, 40, 19, 10 und 25. Und das war so ungefähr, seht ihr auch in den Uhrzeiten. 22.53 Uhr, 22.59 Uhr. Also habe ich so peu à peu 23.03 Uhr, so peu à peu weggeballert. Ne? 21.51 Uhr. Ne? Daran kann man das sehen, dass das alles immer hintereinander weg ist. In Summe sind es geworden, ich habe das mal durchgerechnet. Heute ist übrigens Montag der. Warte mal. Montag der 28. So, in Summe sind das geworden. Aus den 350 habe ich gemacht, ich habe das nicht mal zusammengerechnet. 400. Kann man das sehen? 489,21. Das bedeutet also, dass das, was ich im ersten Turn. Das, was ich im ersten Turn ein bisschen weniger hatte, wo es nicht so gut lief, lief es diesmal wieder besser, also wieder ausgeglichen. Also die 700 habe ich mehr als raus hier geholt, ne? In Summe, ne? War schon. Also das Free Slot Play, die $700, die ich hier hatte, die habe ich in Cash umgewandelt. Also ist noch gut. So, heute gehen wir nochmal zum Walmart und dann wollen wir nochmal ins Outlet Süd fahren. Da will Anja noch was besorgen. Ich will ja auch noch was für eine Kollegin was besorgen. Ein paar Skechers. Kann ich mal einblenden. Ein paar Skechers besorgen und ja. Und mal gucken, was der Tag noch so bringt. Es wird jetzt richtig kalt hier. Jetzt kommt so eine arktische Kaltfront. Die kommt. Moment, ich mach gleich weiter. Skype. Was willst du? Ja, also wie gesagt, hat alles gut geklappt. Jetzt wollen wir nochmal los zum Shoppen. Achso, temperaturtechnisch. Also die Temperaturen, die droppen jetzt hier massiv. Ne? Also wo wir hier ankamen, hatten wir 28 Grad, 26 Grad. Also jetzt haben wir, vorhin haben sie im Fernsehen gebracht, irgendwie, weiß nicht, 8 Grad oder was draußen. Also es ist hier richtig freshy. Telefon kann ich nicht gucken. Im Internet habe ich mich nicht eingewählt. Das Internet ist immer noch scheiße hier. Es funktioniert für Skype mit Sprachübertragung, das geht ganz gut. Aber Video und sowas kann man alles vergessen. Ne? Also auch so Hangouts. Ne? Dafür ist das WLAN hier einfach zu schlecht. Ne? Das ist also echt ganz gruselig. Ich kann euch das mal zeigen. Moment.
Also WLAN, also die Position dieses Zimmers für WLAN ist echt ungünstig. Kann man das sehen? Na, jetzt ist es ein bisschen besser geworden. Jetzt wird es besser. Aber echt Katastrophe, ne? wenn ich hier so einen DSL-Speed-Check mache, ne? Jetzt sackt das wieder weg. Hier seht ihr nur noch einen Balken. Ein Balken, also es schwankt ständig. Also es ist gerade so, dass man eine Internetverbindung hat und vielleicht per WhatsApp noch mal ein bisschen rumtüdeln kann, aber ansonsten alles andere ist das hier ungünstig. Ne? Zimmer ist aber cool. So, nun höre ich auf. Haut rein, Peace und Tschüss.